Los, los, los! Hallo! Flakes in the turn. Medien sofort wieder. Die Schwastis. Nee. Ich muss aber auch wechseln. Reifen wir ja am Ende. Alles klar. Das ist ein bisschen schön. Schönes Wetter muss ich mir zulegen. Scheiße. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Was? Nö, das will ich nicht. Wieder mal verschätzt. Ah, jetzt gehen wir mal auf. Ich muss jetzt die Nachbarn unternehmen. Pascal ist an der Box. Pascal ist jetzt an der Box.
positive Zeit geben. Hamilton hat mit Williams an. Haha, trotzdem! Geil! Schon wieder. Drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus.
bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Wollen Sie gehen? Nee. Können Sie sich schön abschminken. Wie bei Intermediates. Thank you.
Scheiße getroffen. Schön, so, ich will in den Pass. Die Fahrer des Rennens sind Ricardo und Ray Köln. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Was sagt Sammy zu Köln? Verschlimmert.
ziehen noch aus. Ricardo hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 26,9 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 25,4. Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Was sagt der eigentlich? Du führst das Feld an. Oh. P1. Wow. Das ist Motivation. Ich hab'
Absolut spitze. Wirklich toll. Das hast du echt gut gemacht. Oh. Großartige Leistung von Männer. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Heute war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor der Safety-Car-Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen. Aber er konnte es wirklich ausnutzen, dass sich das ganze Feld zusammengeschoben hat. Na. Ich sehe schon, dass die Fahrer bereits auf dem Weg sind. Das war eine beeindruckende Leistung und letztendlich der verdiente Lohn für den großen Aufwand. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Unser aktueller Führender baut hier heute seinen Vorsprung in der WM nach einem sehr guten Resultat weiter aus. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Jolyon Palmer hat das Feld heute wirklich ordentlich aufgemischt. Also hat er meine Stimme. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Männer Racing hat die Führung in der Rangliste übernommen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Schmeißen wir noch mal den Motor ein bisschen.